dass ich das nochmal erleben darf. Mark Gurman und Bloomberg lagen falsch. Ja, es gab ja im Vorfeld eine Debatte über das iPhone-Event, das gesagt wurde, vielleicht macht Apple das eine Woche früher, war ja das Präsidentschaftsduell zwischen Kamala Harris und Donald Trump, das erste TV-Duell am 10. September, ist dem Tag, von dem ja vermutet wurde, dass auch das iPhone 16 vorgestellt wird. Und jetzt kam heute am Montagabend, noch im August, die Einladung zu dem Event. Hier ist sie. Sie lautet It's Glow Time und ich weiß nicht, ob man das jetzt hier sieht. Ich zoome das mal ran. 9. September um 19 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Also auf Montag findet das Apple-Event statt. Klarer Hinweis, dass Apple doch diesen Konflikt gesehen hat, nämlich mit der Problematik, dass die US-Medien natürlich über den Präsidentschaftswahlkampf an diesem Dienstag vollumfänglich sprechen werden, auch schon im Vorfeld, wird dann Countdowns geben und so weiter, wir kennen das. Und an diesem Montag ist es vielleicht ein bisschen ungefährlicher, denn das ist ja in den USA auch noch vormittags, also hat der ganze Montag dann eben Zeit, dann dieses iPhone-Event dann eben zu verarbeiten. Ja, gucken wir uns diese Einladung an. Also es ist ja eigentlich das berechenbarste Apple-Event des Jahres, weil wir ja ziemlich genau wissen, es ist das iPhone-Event. Das iPhone 16 erwarten wir in 4 Fassungen. iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max. Ich habe, glaube ich, ja hier im Kanal auch schon mal ein Video darüber gemacht, was da für eine Ausstattung jetzt erwartet wird. Also wir sprechen ja über einen Kamerabutton, vielleicht bei den Pro-Modellen größere Displays. In jedem Fall aber, und darauf deutet ja auch diese Einladung hin, werden wir das Thema Apple Intelligence sicherlich im Fokus sehen. Denn It's Glow Time, ja, ich habe ja hier schon mal die Siri installiert, die neue. Ja, zeigt sie sich natürlich nicht so. Denn es gibt ja künftig eben diesen neuen Rahmen für die Apple Intelligence, wo das dann eben so glüht. Und ich kann mal schauen, ob ich mein iPad dann hier... 2000 Jahre später. Genau, da sehen wir diesen Glow-Effekt, der dann eben ist, wenn die Siri dann aktiviert wird in Zukunft. Ja, Entschuldigung für dieses etwas ich werde alles herausfinden. Entschuldigung für das etwas Improvisierte, aber ich habe mir gedacht, ich mache jetzt einfach mal direkt ein Video zu dem Thema, um euch da auf dem Laufenden zu halten, was jetzt dieser Termin ist für das iPhone-Event und so eine erste kleine Analyse dessen, was denn jetzt da das Thema sein könnte. Wir haben ja auch davon gehört, dass es vielleicht bei den AirPods Neuigkeiten geben könnte. Ja, die AirPods Max, die bräuchten ja eigentlich relativ dringend ja mal ein Update, vor allem eben auch des Anschlusses, da haben wir noch Lightning und die Standard-AirPods, die könnten aktualisiert werden, hatten wir in der Gerüchteküche gehört, durch AirPods 4, die es möglicherweise in 2 Fassungen gibt, nämlich eine mit Noise Cancelling und eine ohne Noise Cancelling. Was die Frage auch wirft, was passiert denn dann mit den AirPods Pro? Tja, gute Frage. Wir werden es herausfinden, ob das sich bewahrheitet oder nicht. Weiter wollen wir im Moment noch nicht spekulieren, denn mehr wissen wir ja tatsächlich nicht. Also wir wissen, Montag, 9. September, 19 Uhr mitteleuropäischer Zeit wird dieses Apple-Event in Form eines Videos dann ausgestrahlt, gestreamt. Wir wissen auch, es wird Journalisten, Medienvertreter, Influencer geben aus aller Welt, die dorthin nach Kalifornien eingeladen sind, um sich das Video vor Ort anzuschauen. Darum geht es ja aber eigentlich ja primär nicht, weshalb man dahin fliegt, sondern es geht um die Hands-on auch, dass man sich die neuen Geräte angucken kann. Und es geht natürlich auch darum, Hintergrundinformationen dort zu bekommen. Ich weiß noch nicht so genau, wer aus der Apfelfunk-Bubble, aus dem Apfelfunk-Umkreis jetzt da möglicherweise hinfahren wird vor Ort. Ich werde diesmal augenscheinlich nicht mit dabei sein, aber das ist ja kein Beinbruch, denn wir werden natürlich trotzdem hier in dem Kanal darüber berichten. Ich werde natürlich für Heise auch darüber berichten und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr das Ganze dann auch begleitet, hier im Kanal, im Apfelfunk-Podcast und überall, wo es Social Media gibt. Für heute sage ich erstmal danke für eure Aufmerksamkeit. Schreibt mal rein, was ihr erwartet jetzt von diesem Event, was ihr denkt über dieses Motto. Und ja, dann schauen wir mal, was uns da am 9. September erwartet. Tschüss von der Nordsee.